Wolfgang Niedecken ist mir zugeschaltet, Frontmann und Gründer der Rockband Bab. Wie geht es einem Musiker, wenn quasi ein Kollege stirbt? Ja, als ich das gestern Abend gehört habe, war es so ein Schock, obwohl man kann natürlich sich nicht beschweren. Wenn einer 80 wird, dann stirbt man halt irgendwann mal im Laufe dieser Zeit. Aber Charlie Watts, ich habe ganz viele angenehme Erinnerungen, natürlich aus zweiter Hand. Ich habe ihn einmal ganz kurz getroffen, aber er ist ein toller Schlagzeuger gewesen, ein Minimalist sondergleichen. Den kann man vielleicht in der Malerei mit Mondrian vergleichen. Also nur absolut reduziert. Aber Herr Niedecken, wenn Sie sagen, Sie haben ihn kurz getroffen, reden Sie darüber. Sagen Sie uns, wie kurz war das und was fühlt man da, wenn man einen Großen, also den Gentleman, trifft? Was geht dann einem vor? Kriegt man feuchte Hände? Wird einem warm? Stellen sich einem die Nackenhaare auf? Wie ist das? Also ich war mit den Stones in der Garderobe und habe mich in erster Linie mit Mick Jagger unterhalten. Und die anderen waren auch da und man hat sich dann gegrüßt. Also ich kann jetzt nichts Fachliches Charlie Watts sagen, dass ich ihn jetzt gekannt habe. Also das war schon wirklich weniger als ein Smalltalk. Aber ich fand den immer sehr sympathisch. Ich fand diesen Kerl auch so, soll man sagen, ein totaler Antipol gegenüber den Radau-Kerlen in der Band. Und Keith Richards hat ja praktisch seine Riffs um das Schlagzeug von Charlie Watts rumgebaut. Also dieses präzise und dann... Das war sehr, sehr bestimmend. Die meisten wissen das gar nicht, wieso der so reduziert gespielt hat. Also der hat beispielsweise niemals die Snare und die Hi-Hat gleichzeitig gespielt. Das sah teilweise komisch aus, aber das eigen, Fein, sozusagen. Nennen wir es das eigen. Herr Niedecken, ich kann mich noch erinnern, Beatles, Stones, es hieß immer entweder Beatles oder Stones. Dazwischen gab es nichts. Wer hat Sie eigentlich mehr, ich will mal sagen, geprägt, beeindruckt? Also die Beatles haben mich zur Musik gebracht, ehrlich gesagt. Bob Dylan hat mich zur Lyrik gebracht und die Stones haben mir gezeigt, wie man mit Autoritäten auch umgehen kann. Also die Stones waren sehr, sehr hilfreich bei mir. So in dem Alter 15, 16, sehr, sehr hilfreich. Wenn Sie sagen hilfreich, dann als Musiker so weiterführend, schaut man sich da so für die eigene Musik was ab? Ich will nicht sagen kopieren, aber versucht man da so zu werden wie die Stones oder Charlie Watts im Speziellen? Also ich hab damals, wir haben ganz viele Stones-Stücke gecovert in diesen Jahren. Ich habe zu der Zeit noch Bass gespielt und wollte dann irgendwann dann auch selber singen. Und wir haben sehr viele Stones-Songs gespielt. Das war schon, ehrlich gesagt, Beatles-Songs, da hatten wir nicht genug gute Sänger in der Band. Also ich war der Einzige, der halbwegs in der Lage war, einen Ton zu halten. Dreistimmiger Gesang wäre nicht drin gewesen. Und außerdem fanden wir die Stones auch, sperriger. Das hat uns aufmüpfige Jugendliche, hat uns das mehr gepasst. Die Beatles waren irgendwie brav. Trotzdem habe ich natürlich alle Beatles-Platten gehabt und kenne sämtliche Stücke, kann die meisten Stücke auch mitsingen. Und bei Stones ist es aber genauso, ganz genau. Ich bin ein großer Stones-Fan und Gottes Willen, also die Stones sollen Gottes Willen auch bitte weitermachen. Wir sollen und jetzt nicht da jetzt irgendwie, weil das ja von außen so oft gefordert wird, jetzt wäre dann noch Schluss, jetzt müsste man noch aufhören. Wenn solange Keith und Mick Lust haben, Musik zu machen, sollen sie das bitte machen. Und Steve Jordan ist ein hervorragender Schlagzeuger, der hat ja schon bei den Expensive Winos, also bei Keith Richards Nebenbands gespielt. Und dem hat man übrigens auch immer gesagt, orientiere dich bitte daran, was Charlie Watts spielt. Mach hier keine Fissematenten und verblüfft mit irgendwas, sondern reduziert spielen. Das war angesagt. Aber Herr Niedecken, was sind letztendlich die Stones ohne Charlie Watts mit Steve Jordan möglicherweise? Die Stones werden ein neues Kapitel aufschlagen, wahrscheinlich das letzte Kapitel, so sie denn Lust haben. Ja, und ich glaube, Keith Richards braucht das Musikmachen wie die Luft zum Atmen. Also der wird weiter Musik machen, bis er umfällt, mit Sicherheit. Und mal gucken, wie lange sie das konstitutionell hinkriegen, wie sie das von ihrer Kraft her noch können. Aber es sieht so aus, als wenn das noch eine Zeit gehen könnte. Und ich bin gespannt drauf. Also man muss diese Wandlung auch möglich machen. Die Zeit, wo man gesagt hat, traut
keine über 30, die sind doch ewig her, ist doch Quatsch. Natürlich, wir fühlen uns alle wie 29. Geht mir nicht anders, Herr Niedecken. Nein, aber ganz kurz noch, gibt es so einen größten Song der Stones, wo Sie sagen, das sind für mich die Stones? Also Tumbling Dice ist der Song, den ich therapeutisch einsetzen kann. Wenn ich nicht gut drauf bin, ich komme nicht in die Puschen. Tumbling Dice draufgelegt und das ist so unfassbar laid back, schon allein dieser Eröffnungsriff. Das bringt mich immer gut drauf. Ich muss auch immer grinsen, dass es einer sich traut, das dermaßen laid back zu spielen. Hab mich gefreut, Sie zu sprechen, Wolfgang Niedecken. Dankeschön für das Gespräch.